Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist der 7. November 2024. Um genauer zu sein, der Tag, an dem das Deathgame Sword Art Online endlich sein Ende fand. Zumindest wenn es um die Lore geht von SAO. Genau heute hat Kirito auf der 75. Ebene den finalen Boss von Sword Art Online besiegt. Den Entwickler des Spiels selbst, Kayaba Akihiko. Oder wie im Spiel hieß, Heathcliff. Ich möchte heute noch einmal über den Kampf zwischen Kirito und Heathcliff sprechen, welche Sachen vielleicht seltsam waren und vor allen Dingen die Frage, was ist eigentlich genau bei dem Kampf passiert und hätte Kirito diesen Kampf vielleicht sogar gewinnen können? Wir schreiben den 7. November 2024 in der Welt von Sword Art Online. Etwas mehr als 2 Jahre sind seit dem Start des Deathgames vergangen und hat knapp 4000 Opfer gefordert. Kurz zuvor haben sich die beiden frisch verliebten Kirito und Asuna unterhalten, die aus ihren Flitterwochen gerissen wurden, um gemeinsam mit der Front gegen den Boss der 75. Ebene zu kämpfen. Kirito und Asuna haben sich darüber unterhalten, dass vielleicht sie, also die Spieler, von SAO nicht mehr unterstützt werden von der Außenwelt und dass sie vielleicht nur eine begrenzte Zeit haben, um das Spiel zu beenden, was aus meiner Sicht völliger Schwachsinn ist. Ich habe sogar von Leuten aus meiner Community gehört, dass sie ebenfalls daran glauben, dass dies vielleicht passieren könnte. Falls ihr ebenfalls zu diesen Leuten gehört, lasst euch eines gesagt sein. Das ist absoluter Müll, an was ihr glaubt. Wir reden hier teilweise von einigen Kindern bzw. Jugendlichen, welche sich in einem Spiel um Leben und Tod befinden. Die Regierung von Japan hat sogar die Leute in Krankenhäuser gebracht, damit sie dort überleben können. Währenddessen ist die Regierung sogar dabei, daran die Kinder früher aus dem Spiel zu holen und zu retten. Allein die Vermutung zu haben, dass sie nur eine begrenzte Zeit haben, ist ein absoluter Schwachsinn und völliger Käse. Und falls es dennoch Leute geben sollte, die anderer Meinung sind. In ReHoloFragment geht es zum Beispiel bis zur 100. Ebene und die Spieler konnten bis zum Schluss spielen. Oder anderes Beispiel, Integral Factor, wo das Spiel sogar noch länger als bis zur 100. Ebene geht und dort sogar die Außenwelt es geschafft hat, mit den Leuten im Spiel sogar zu kommunizieren, um sie ihnen so zu helfen, aus dem Spiel zu kommen. Also sind all diese Bedenken von Kirito und Asuna völliger Quatsch. Auf jeden Fall geht es für die Front dann gegen den Boss der 75. Ebene, wo sogar viele bekannte Gesichter wieder dabei sind, wie Aegil und Klein. Bei diesem Bosskampf hatte es Heathcliff besonders vorsichtig gemacht, aus 3 Gründen. Erstens, die Speer, welche vorher immer schauen, sind im Bosskampf gestorben, welche eigentlich immer das Bossschema analysieren sollen, das heißt, sie waren ziemlich schlecht vorbereitet, einfach weil sie keine wirklichen Informationen über den Boss der 75. Ebene hatte, weil halt im Grunde genommen alle Speer vorher im Bosskampf gestorben sind. Zweitens, da Heathcliff gehört hatte, dass alle anderen gestorben sind, bereitete er alles genau vor. Auch weil die Spieler schon gehört hatten, dass man sich im Bossraum der 74. und scheinbar ja auch auf der 75. Ebene sich nicht wegteleportieren kann, anders als in den anderen Bosskämpfen zuvor. Und drittens, die Bosse der Ebenen 25 und 50 waren deutlich gefährlicher als alle anderen Bosse. Wie wir wissen, sind die Bosse auf der Ebene 25, 50 und 75 viel, viel stärker als alle anderen Bossen auf anderen Ebenen zuvor. Und die Front musste entweder herbe Verluste in Kauf nehmen und oder musste über sich hinauswachsen, wie Asuna auf Ebene 25 oder Kirito auf Ebene 50. Deswegen hatte Heathcliff für diesen Bosskampf die Maßnahmen noch einmal erhöht. Als sie dann beim Bosskampf sind, ist der Bossraum erstmal leer und niemand ist zu sehen, bis jemand den Boss an der Decke findet und als er herunterkommt, direkt mal ein paar Spieler tötet. Und zwar per One-Hit. Als sie den Boss dann besiegen, erkennen sie, dass wieder einige Spieler gestorben sind und ein bisschen Verzweiflung macht sich breit, bis Kirito Heathcliff angriff. Der Grund, warum Kirito ihn angegriffen hat, war, dass er eine Vermutung hatte. Der erste Kampf gegen Heathcliff, den Kirito sehr gut gemacht hat und eigentlich hätte gewinnen müssen, aber es ist etwas Seltsames passiert, was Kirito verwirrt hat. Und da es das Gerücht gibt, dass Heathcliff niemals unter die Hälfte seiner KP fällt, und da er wieder im Bosskampf nicht unter die Hälfte gefallen ist, sondern nur knapp davor, hat Kirito seine Chance genutzt, um seine Theorie zu bestätigen. Wahrscheinlich wurde ihm damals schon bewusst, dass wahrscheinlich Heathcliff Kayaba ist. Denn ihm war ja sicher, dass Kayaba sich irgendwo in der Welt befindet und nicht einfach die ganze Sache einfach nur beobachtet. Und als er ihn angegriffen hat, hat sich seine Theorie auch bestätigt.
Als sich Kiritos Theorie bestätigt hat, hat Kayaba alle paralysiert, bis auf Kirito. Tatsächlich frage ich mich bis heute, warum Heathcliff dieses Risiko gewagt hat, seine Cheats im Kampf gegen Kirito zu verwenden. Es schien ihm wirklich sehr wichtig zu sein, dass er gewinnt und dass Kirito in seine Gilde kommt. Er hätte für dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Freundschaftsduell der beiden einfach seine Cheats vorher deaktivieren können. Ich habe das Gefühl, dass Kayaba im ersten Kampf gegen Kirito viel zu überheblich war, denn wie wir aus dem zweiten Kampf der beiden wissen, ist Kayaba Kirito eigentlich überlegen im 1 vs 1. Dennoch ist er viel zu überheblich gewesen im ersten Kampf und hat Kirito einfach machen lassen und ihm sogar eine Chance gegeben, ihn zu besiegen. Und damit niemand erkennen sollte, dass er ein unsterbliches Objekt und somit der Entwickler selbst ist, muss er einen komplett anderen Cheat aktivieren und hat so Kirito eine Möglichkeit gegeben, tatsächlich im Grunde genommen die Wahrheit zu erkennen. Es ist schwer zu sagen, ob es Arroganz ist oder ob er Kirito einfach nur überschätzt hat, was zum beinahe Sieg von Kirito führte. Wissen tun wir das natürlich nicht. Dadurch hat er aber Kirito die Möglichkeit gegeben, die Wahrheit zu erkennen. Im zweiten Kampf der beiden ist es ein 1 vs 1, dieses Mal aber ohne Cheats. Alle anderen liegen auf dem Boden, paralysiert. Alle auf dem Boden sind paralysiert. Kirito hat im ersten Kampf Starburst Stream verwendet, um gegen Heathcliff zu kämpfen. Da sieht man besonders gut darin, dass der letzte Schlag immer mit Alice the Data bei Starburst Stream ausgeführt wird. Im zweiten Kampf hingegen nutzte Kirito seinen deutlich stärkeren Skill S-Clip. Da sieht man besonders daran, dass am Ende Kirito seinen Skill abschließt mit Dark Reposer. Anders ja als bei Starburst Stream mit Alice the Data, hier mit S-Clip den deutlich stärkeren Skill mit Dark Reposer. Erkennt man sehr gut daran, dass Dark Reposer ja dann am Ende sogar kaputt gegangen ist. Heathcliff war hier im zweiten Kampf der beiden dieses Mal voll bei der Sache und hat sich voll auf den Kampf konzentriert. Und deswegen ist halt auch der Normalfall eingetreten. Denn im Normalfall ist Heathcliff einfach stärker als Kirito. Also falls es unter euch Leute geben sollten, die glauben, Kirito ist stärker als Heathcliff, muss ich euch einfach enttäuschen. Im Normalfall ist nämlich Heathcliff stärker als Kirito. Das liegt einfach beim ersten Kampf daran, wie ich schon vorhin erklärte, dass Kayaba bzw. Heathcliff höchstwahrscheinlich Kirito entweder unterschätzt hat oder einfach zu arrogant in diesen Kampf gegangen ist und dachte, okay, ich schlag diesen komischen schwarzen Schwertkämpfer sowieso. Doch dieses Mal, da er wusste, wie stark Kirito eigentlich in Wirklichkeit ist, hat er sich dieses Mal nicht zurückgezogen, sondern hat sich voll auf den Kampf konzentriert und wusste ganz genau, was er macht. Und deswegen hat er es auch geschafft, dass Kiritos Schwert tatsächlich, also Dark Reposer, tatsächlich sogar kaputt geht. Zurück nochmal, warum Kirito nicht erneut Starburst Stream eingesetzt hat. Da Heathcliff Starburst Stream einfach schon aus dem ersten Kampf kannte, wollte Kirito ihn überraschen mit S-Clip, was aber leider nicht geklappt hat. Gleichzeitig war es Kiritos ultimative letzte Geheimwaffe und dennoch konnte Heathcliff den Angriff blocken. Als Heathcliff zum letzten Schlag ansetzen will, wirft sich Asuna in den Weg, um Kirito zu retten. Warum sie sich bewegen konnte, bleibt für immer ein Rätsel. Man kann es vielleicht kritisch erklären mit der Kraft der Liebe, ist aber natürlich dennoch Käse. Es ist einfach unerklärbar, dass obwohl sich alle paralysiert auf dem Boden befinden, kann sich Asuna dennoch aufrappeln und dennoch sich tatsächlich in den Weg werfen, um Kirito zu retten. Warum das der Fall ist, warum sich nur Asuna bewegen kann, wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie erklärt bekommen. Es ist einfach so und wir müssen es einfach mal so hinnehmen. Dennoch muss man aber dennoch etwas sagen. Die Aktion von Asuna war im Grunde genommen extrem dumm. Sie hätte doch einfach ihr Rapier zücken können, um so den Angriff zu blocken von Heathcliff. Asuna stirbt hier durch einen Schlag. Ich glaube, dass Asuna aufgrund des Bosskampfes schon vorher sehr, sehr viel Schaden abbekommen hatte und deswegen hier mit nur einem einzigen Schlag von Heathcliff gestorben ist. Dennoch wäre es aus meiner Sicht sinnvoller gewesen, den Angriff von Heathcliff einfach zu blocken bzw. zu parieren. Falls ihr glauben solltet, dass Asuna das in der Zeit gar nicht schaffen würde, ihr Schwert so schnell zu ziehen, erstens, Asuna wird der Blitz genannt, weil sie einfach so schnelle Reflexe hat und einfach so schnell ist. Zwar ist sie natürlich nicht so krass wie Yuki später, aber dennoch extrem stark. Zweitens, wir haben das sogar schon in der Serie zuvor gesehen, dass Asuna sich so schnell bewegen kann und dann sogar noch ihr Rapier ziehen kann. Denn so konnte sie Kirito retten, denn genau so hatte Asuna Kirito gegen Kuradier gerettet. Also wäre es für Asuna durchaus möglich gewesen, einfach ihre Waffe hier zu ziehen.
Was wäre denn passiert, wenn Asna den Kampf unterbrochen hätte? Dann wäre doch Kai aber einfach nur zur 100. Ebene gegangen. So ist Asna ohne Grund in den Angriff gelaufen und einfach ohne Grund gestorben. Auch glaube ich, da die beiden mit Half-Life gekämpft haben, frage ich mich immer noch, ob der Skill von Heathcliff wirklich ausgereicht hätte, um Kirito zu one-hitten. Denn eigentlich sind Tanks, was ja Heathcliff auch ist, nicht wirklich dafür bekannt, sehr viel Schaden zu machen. Oder ist das einfach wie in Faction Daydream, wo Heathcliff einfach viel zu overpowered ist, obwohl er eigentlich Tank ist und macht viel mehr Schaden als irgendwelche Damage-Dealer? Natürlich, das macht Sinn. Aber normalerweise sollte doch ein Schlag von Heathcliff nicht ausreichen, um einen Kirito, der ebenfalls ja nicht unbedingt schwach ist, auch von der Defensivleistung, ne, man darf ja nicht vergessen, der hat viele Schläge gegen den Boss der 74. Ebene getankt und trotzdem fast nicht gestorben, sollte doch ein One-Hit von Heathcliff eigentlich nicht ausreichen, um einen Kirito auszulöschen. Kirito ist ja auch nur gestorben, da das Schwert von Heathcliff lange in ihm steckte und er sich dagegen nicht gewehrt hat. Ohne den Tod von Asna, beziehungsweise das dämliche Dazwischenwerfen von Asna, hätte Kirito mit einem Schwert weiterkämpfen können. Und falls ihr mir jetzt erklären wollt, Kirito hätte keine Chance gegen Heathcliff gehabt. Leute, der Typ hat von Ebene 1 bis 74 die ganze Zeit mit einem einzigen Schwert gekämpft. Der wusste schon, wie man mit einem Einhandschwert kämpft. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Ja, es wäre schwer für Kirito, aber es wäre mit Sicherheit nicht unmöglich gewesen für ihn. Also kann man eigentlich sagen, dass Asnas Opfer eigentlich zum Nachteil war für Kirito und Asna ihm somit überhaupt nicht geholfen hat. Im Gegenteil, sie hat ihm sogar geschadet. Nach dem Tod von Asna ist Kirito hoffnungslos und wird von Heathcliff getötet. Auch das war ein Fehler von Asna. Sie hätte wissen müssen, dass ihr Tod Kirito bricht. Doch kurz bevor Kirito stirbt, kommt er noch einmal zu sich und sticht mit dem Schwert von Asna zu und tötet Heathcliff. Im Anime sehen wir, wie er ihn mit goldenen Augen angreift, was aber nur Anime-exklusiv ist, da in der Light Novel alles aus der Perspektive von Kirito erzählt wird, sprich also aus den Augen von Kirito. Und deswegen können diese goldenen Augen auch gar nicht existieren. Wer sich mehr für dieses Thema interessieren sollte, also für Kiritos goldene Augen oder God Mode, wie es auch bezeichnet wird, der sollte sich dazu noch einmal mein Video ansehen, da habe ich diese ganze Thematik mit Kiritos goldenen Augen nochmal etwas mehr thematisiert. Jedenfalls entscheidet Heathcliff hier zu sterben. Erstens erkennt er Kiritos Stärke an, zweitens war er wahrscheinlich selbst überrascht, dass Kirito noch einmal zurückkommt und dem System so tatsächlich trotzt und ihn so überraschend kritisch trifft. Und so sterben am Ende also beide. Aber klären wir mal die Frage, wieso ist Kirito eigentlich wieder zurückgekommen? Ich habe dazu eine gute Theorie von dem guten Shana gehört, die ich euch hier unbedingt erzählen möchte, weil sie aus meiner Sicht auch Sinn macht. Er kann gerne in den Kommentaren bestätigen, dass ich diese Theorie von ihm habe, oder er kann sagen, woher diese Theorie zuerst gehört hatte. Ihr wisst, ist Sachi in Sword Art Online gestorben und Kirito hat versucht, sie durch das Nikolaus-Event wiederzubeleben. Doch das konnte ja das Item nicht. Doch was genau stand nochmal in der Beschreibung dieses Items? Lass mich mal sehen. Sobald ein Spieler stirbt, muss das Item... innerhalb von 10 Sekunden? Benutz das bitte, falls das nächste Mal jemand vor deinen Augen sterben sollte. Und wer ist vor den Augen von Klein gestorben? Richtig, es war Kirito. Es kann also sein, als Kirito gestorben ist, dass Klein einfach das Wiederbelebungs-Item benutzt hat, um so Kirito wiederzubleiben, damit er wieder zurückkommt und somit Heathcliff tötet. Offiziell wurde das meines Wissens nach nie bestätigt, aber es ist durchaus plausibel. Denn Asna konnte sich teilweise ja auch bewegen. Warum also nicht Klein? Damit wäre auch Klein der eigentliche Held von Sword Art Online, denn er hat Kirito wiederbelebt und erst somit konnte Kirito zum eigentlichen Held werden. Aber der eigentliche Held wäre damit doch eigentlich Klein. Aber wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Am Ende sehen sich Kirito und Asna noch einmal wieder. Warum Asna nicht tot ist, ist schwer zu erklären. Aber wahrscheinlich hat das Nerf Gear Asnas Gehirn einfach noch nicht getötet. Und da Kirito Heathcliff kurze Zeit später getötet hat, kann es sein, dass Kaiba sich dazu entschieden hat, dass Asna neben Kirito ebenfalls überleben darf. Eine Art Geschenk von ihm an die beiden, dass sie SAO durchgespielt haben. Das ist aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass Asna noch am Leben ist. Am Ende sehen wir Kaiba in seiner normalen Gestalt und dort erfahren sie, dass SAO, also Sword Art Online, beendet ist und dass alle überlebenden Spieler aus dem Spiel ausgelockt werden.
Kirito möchte am Ende nochmal wissen, warum er das überhaupt getan hat, was eine verständliche Frage ist. Doch Kai aber meint nur, dass er es vor langer Zeit vergessen hat, was aus meiner Sicht einfach nur eine schwache Aussage ist. Ich glaube, dass er einfach eine eigene Welt erschaffen wollte. Das hat er auch schon mal selbst gesagt, dass es diese Welt ist, von der er geträumt hat. Und vielleicht wollte er es am Ende einfach zu realistisch machen und deswegen wollte er auch den Tod endgültig machen. Was nun aber wirklich der wahre Grund ist, erfahren wir vielleicht noch in Unity Ring. Denn wie ihr wisst, ist Kaiaba zumindest in War of Underworld kurz zurückgekommen und wir wissen durch den Fairy Dance Arc, wissen wir, dass Kaiaba in irgendeiner Form und Weise immer noch durch das Netz rennt. Also man kann nie wissen, vielleicht werden wir in den nächsten Jahren erfahren, was denn der wahre Grund ist von Kaiaba, dass die Leute in Sword Art Online sterben mussten. Aber ja, mit diesem Schlussfazit lasse ich euch nun allein. Nochmal als kleiner Hinweis, auch wenn ich hier relativ viel Asuna-Bashing betrieben habe und Asuna ziemlich runtergemacht habe, trotzdem, Asuna gehört zu einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, also falls ihr glaubt, ich war jetzt einfach nur ein Asuna-Hater und habe sie jetzt einfach nur down gemacht, nein, Asuna gehört zu einer meiner absoluten Favorite-Charaktere in Sword Art Online, ich mag sie total, aber ich fand sie halt jetzt in diesem Kampf und mit ihrer Aktion etwas schwierig, also von daher versteht das ein bisschen im Kontext. Aber ja, schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem Kampf, gerne mal unten in die Kommentare und vor allem zu den Sachen, die ich einfach in diesem Video gesagt habe. Vielleicht habt ihr eine komplett eigene Meinung, schreibt doch diese gerne mal unten in die Kommentare. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines mehr meiner Videos mehr von Sword Art Online zu verpassen. Ich mache natürlich weiter, obwohl wir jetzt nach dem 7. November haben, also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr weiter auf meinem Kanal dabei seid. Ich sage danke fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.